Moin Freunde, zu einer weiteren Runde League of Legends. Aber er sagt, ey, pass auf hier, wir wollen ja Kamelle lernen, ne? Aber, mir ist danach aufgefallen. Wir haben Kamelle versucht zu lernen, und wir versuchen gerade zu lernen, Kamelle, in der Phase, wo sie einfach den heftigsten Nerf auf ihre Boobs bekommen hat, bis zum geht nicht mehr. Lebensraub ist runtergesetzt worden, alles drum und dran, rein, raus, sie verbrennt ihr eigenes Haus, es wird geböllert, geschöllert, das ist alles der Wahnsinn, sag ich dir. Ja, im Ernst, wird übelst genervt und naja, wir haben uns jetzt nicht gerade die beste Szene aussucht, um sie zu lernen. Wir spielen gerade drin, Session. Ich bin gerade kein Bild gegen Trinder, jetzt im Top-Lane. Wir haben Nuno und Jungle, Warwick Gegner Jungle, Berkus in der Mitte und Gegner Mitte haben wir Vega, AC und Supports bei uns Twitch und die gute Sona. Beim Gegner ist es Miss Fortune und der liebe Blitzcrank mit diesem Hammerarm, der einfach rein raus macht, also piu, 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 und dich ranzieht. Und ja, wir spielen jetzt erstmal Top-Lane gegen Trindamere, wo wir uns denken, oh, holy fuck, jetzt holt er seine fette Counter-Klinge raus hier. Das Bild sind alles weg, aber... Holy moly. Erst, oh ja, ich weiß nicht, wie können wir wirklich spielen. Zum Anfang, glaube ich, bauen wir erstmal... Zum Anfang bauen wir erstmal, Tour de Force. Sprich, wir holen erstmal dieses Item hier. Wo ist es? Das hier, das hier, das ist hier. Fage. Dann gehen wir auch über Tanky gegen Trinder, weil sonst war ein... Denke ich mal, ein ganz großes Problem gegen Trindamere. Ey, wir müssen uns ein bisschen konzentrieren, weil ich habe kein Müll. Kamel ist ein ekelhaft, das stimmt. Du brauchst übelst lange, um es zu lernen. Ich glaube, wie hast du eigentlich? Kamel ist wie hast du genauso ekelhaft. Ich will auch nicht in den gegnerischen Mini-Wave rennen. Ja, mit. Okay, haben wir gesehen, dass sie sich hielt. Puh, so. Das ist schon mal ein Trade, den wir verloren haben. Oh fuck. Ja. Ach, Vega auch weg, Mann. Yo, Vega auch oben. Das ist ja natürlich noch. Rambo-Tombus. So, Trinder hat keine Assists bekommen zum Glück. Bin ich froh drüber schon mal. Okay, Trinder ist weggegangen. Haben wir? Hat Trinder TP mit? Nein, hat, doch hat er. Also Trinder ist weg. Wir versuchen zu denen zu kommen, wir versuchen zu denen zu kommen. Jetzt wird er mit Ward rein. Komm. Okay, da musst du jetzt weg. Ich hoffe, er kommt auch weg. Oh nein, Blitzcrank ist auch da. LOL, was macht ein Blitzcrank da? Ich dachte, er ist weg. I say top is away. I die too. When I don't go back.
Ist halt so. Das Glück ist mit den Wohlhabenden. Das ist einfach mein Beruf. Und gegen Trinder war es so schon schwer genug, ohne Scheiß. So, wie sieht's aus? Blitzcrank hat eigentlich keinen Bock gehabt auf der Botlane gerade. Farm, wie sieht's aus? Fritschert also 31 und ist vor Tür 22, okay. Farm bei uns sieht aus, Trinder 22, wir haben 14. Das ist scheiße. Na, komm mal doch schnell. So. Wir wissen nicht, wo er ist. Wir wissen nicht, wo er ist. Wo bist du, Trinder? Wo bist du? Oh, war es gerade Buggy? Vielleicht hat man es gerade gesehen in der Aufnahme. Uffuhu. Ich glaube, so gut war ich in der Ladyface noch nie. Da war ich das gar nicht schon gleich vor dem Sack. Trinder ist immer noch weg. Ich sichere Pilze aus. Trinder ist immer noch weg. Wir haben Ulti, ist gut. Ist die Reichweite weit vom Tower. Hat Trinder keinen Bock mehr? Trinder ist immer noch weg. Okay, wir haben keinen Tower bekommen gerade. Schade eigentlich. Ah, drin. Ne, wo sind Trinder hin, ey? Sag mal. Okay, wir haben fürs Tau bekommen. Schön, schön. Wird das sogar ein How-to-Play-Kamel? Wir müssen ein bisschen die Waves zum Pushen bringen noch. Falls man nicht weiß, wie man pusht. Ich kann auch How to Push machen. How to Play. How to Play Push, genau. Nee, How to Push. Luck, GG. Na, drin ist AFK, okay. Also Pre-Mates, wie es aussieht, denke ich mal. Ist okay. Okay, Trinder ist noch AFK. So, angeblich. Ah, ne, okay.
Alter, blöd, ja, ein raus. Ja, Mann, ist richtig. Ja, Freakle. Top Lane ist eigentlich ein Freakle. Der ist krass, ist sexy geworden. Mach was raus. Schön, Twitch. Ultra in der letzten Kill, das kann mir böse werden. Ein Kill reicht mir drin, da wirklich schon aus. Und mich was zu reißen. Ultra ist Level 6. Ey, bleiben wir aber erstmal zuerst. Macht das ja eigentlich. Die Schuhe, ach so, er hat die Schuhe ein bisschen alles verkürzt so. Okay, Ghost. Gezündet. Wenn Verhandlungen fehlschlagen, bauen wir ihn nachher am besten mit Dornpanzer, so ich sag die Trinder. Wir sind ja so gesehen kleiner Auftank. Um Midlane. Ult haben wir nicht ready. Ult haben wir leider nicht ready. Komm. Okay, den haben wir. Wir können nichts machen gerade. Ging nicht. Der konnte man gerade wirklich nichts machen. Das war halt unmöglich. Komm, komm. Schön macht das, schön macht das. Okay, wir haben noch ein Assist bekommen, aber ich kann uns gerade das Item holen. Das war okay. Macht die Top-Lane. Haut den weg, den Typen. Okay, Trinder ist weg. Angst schärft jede Klinge. Oh, geht's da aus? Boah, die reißen da alles ein, das ist sagenhaft. Oh, er lebt so noch? Na, geht mal over. Also nein. Wie sieht's eigentlich hier aus? Die Org müsste schon hart vorgehen, ne? Schön gemacht auf jeden Fall. So, hier wir Top Lane. So, und gehen wir einmal hier lang. Aber ich mach ein bisschen Schaden. Ich komm gerade richtig in Fahrt. Wegen drin, da brauchen wir später zu 100% noch Dornpanzer. Ich finde, Kamillfarm ist irgendwie nicht ganz so geil. Fuh,
Heavy shit. Tschüss. So müsste gleich Roy kommen eigentlich. Wir hätten TP ready, wir hätten TP ready. Okay, wollte ich raus. Wir haben uns nicht ein gutes Mischmasch-Team. Guck mal, was daraus machen können. Ah, fuck, der Ward war mega bad, also richtig mega bad. Wir wollen raus hier unten. Na, ja, schade. Wir hätten sie ihn jetzt kurz noch stunt, sonst wird er das Leben gerettet. Anderen auch. Aber wir sind nur wir sind gestorben, okay. Nur wir sind gestorben. Dann brauchen wir erstmal die Schuhe hier. Gehen wir full off tank oder gehen wir nicht full off tank? Off tank. Off tank. Ist die Frage, wenn er bauen wir den jetzt, habe ich es, wenn ich baue die anderen Schuhe hier. Mit alles Abwägungsverringerung. Er wird halt das, hier ist Beschwörungszauber und so weiter. Runtergehen. Ah, ist jetzt die Frage, ne? Ich würde auch gerne voll auf Tank gehen. Aber ne, wir machen jetzt. Wir probieren mal aus, kann man jetzt ein bisschen Hardcore zu bauen. Sprich, Hydra, Schlund, also ein bisschen so wirklich gleich off Tank mit Damage aufmischt. Müssen wir hier ein TP erstmal. So sieht sie aus. Wir bauen mal Kamel ein bisschen so hardcore-mäßig voll in die Fresse rein. Dauer geht hoch. Schön. Immer schön Stellen geben. Ja komm, können wir noch. Nein, das gibt's nicht. Das ist, weil wir keine Vision haben. Zwei Wort, zwei Wort. Place your wards, Team. Ich habe ja vorher schon ein paar Runden zockt. Ich schwöre. Wir sind natürlich Hamilton abgestiegen, dass wir hier zockt haben, ne? Das ist, weil die jetzt echt harten Nerf in die Fresse bekommen hat. Und da hat keiner gewardet. Echt so gut wie keiner. Wenn Vega fett wird, dann ist es vorbei, leider. Dann ist leider echt vorbei. Oh, Twitch, hallo? Was machst du da, Junge? Versuch mal, ich geh mal Botlane. Botlane ein bisschen pushen. Finde ich persönlich immer so eine schlechte Idee. Als jedes Messer. 30 Free Gold.
Hammer, Hammer, Hammer. So, wir müssen uns ein bisschen hochfahren, auf jeden Fall. Warum kommt er jetzt mit her, frei mich? Für Fortschritt müssen die richtigen Leute sterben. Meine Geduld ist bald erschöpft. So, haben wir schon mal. Weg, 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 weg. Ihr wollt nur. Die Bank hat ja zu viel. Wir wollten zu viel. 4 gegen 5. 3 gegen 4 bis 2 gegen 4 haben sie sogar gespielt. You will too much? Only Tower, only Tower. Der hat nicht gesessen. Und so, Ocean weg. Der wäre nicht schlecht. Oh, eventuell später keine Wards mehr kaufen. Oh, das sieht gut aus. Solari? Warum? Holy fuck, warum? Holy fuck. Um Probleme zu finden und zu beseitigen. Ja. Ich feuer für das machen. Ach, drin ist auch wieder. Gehen wir kurz back. Tun wir uns drin da ab. Bevor sich hier noch hochfahren bis wie immer. So, dann haben wir schon mal. Wir kommen uns hier mit Minions, ist voll okay. Jetzt müssen wir gehen, jetzt müssen wir unbedingt hingehen. Ja, wir sind erst zu spät dran, weil wir mussten gerade die Mini blockieren, das ging es gar nicht. Okay, sorry, ein Kill bekommen, das ist nicht schlimm. Das machen wir auf den hier, auf den hier. Und dann rein nach bis Fortune. Dann kommt Corner. Schön. Hoffentlich wirf. Wir gehen hier hin. Placen da einen Ward. Okay, wir gehen nicht dahin. So, den haben wir schon mal. Er macht gerade die Raben. Wait for me, please.
Ja, ob Someone da reingeht, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Wo ist Nuno? Ach, der ist auch doch in der Base. Nuno? Okay, Top-Lane müssen deffen. Müssen welche Leute hingehen noch? Müssen welche hingehen? Na komm. Oh fuck. Uff. Gerade so noch überlebt. Jetzt müssen wir laufen. Jetzt müssen wir richtig laufen. Ja, kriegen wir noch. Ah, nee. Ja, wir sind useless, ist voll okay. Vor allem können wir jetzt so viel einfacher Champ zu lernen. Velkos ist ein übelster, leichter Champ zu lernen. Aber ich hasse halt AP-Champs wie die Pest. Ja, wir split pushen ja gar nicht und so weiter, ne? Ist ja voll in Ordnung. Der Koshi am Tower denkt sich auch so, what will you from me? What will you from me? So. Oh, was? Mega unlucky. Da guck ich mal was raus. Ach, wir sind gar nicht, wir wollen gar nicht, ich okay, wir waren gerade so useless, wir haben gerade ein bisschen Geld gestartet, was geht mehr. Also waren gerade unseren Geldschuss mit gerade. So, da oben geht's wieder ab. Haben wir ein paar Stellen verteilt, ja? Wir müssen weggehen, gehen wir gleich Top-Lane, denke ich mal. Unsere Engage sind der Wahnsinn. Finde ich zumindest meine Sicht. Oh, komm mal rechts hier noch hin? Ist jetzt die Frage. Er müsste auch so instant platzen, der Typ.
Okay, da kommen wir nicht rüber. Und wir sind Freakel. So, wir sind Freakel. Ist doch voll okay. Das war doch voll okay. Wir bauen gerade richtig strong-mäßig Effekt, also richtig hart. Dann machen wir es aus. Damit kaufen wir jetzt ein bisschen Tankiness. Ach ne, wollten ja voll reingehen, stimmt da. Dafür kaufen wir uns Schwarz-Weil, ja. Den Blitzcrank und Warwick. Er müsste rein theoretisch mal ein bisschen besser aussehen. Trinder räumt auf, Trinder räumt auf, Trinder macht rein und nicht raus, wo der ist raus, Mann. So, können wir uns nichts. Ah doch, können wir. Machen wir so. So, ist völlig okay. Wir haben zwar keinerlei Burschen, weil wir alle zwei Wards haben, außer Twitch und Sona. Ist der einzige, der gerade Wards placed. Den machen wir einen Bourbon. Haben wir. Okay, jetzt instant geplatzt. Okay, Ulti auf dem Blitzkrieg war jetzt nicht ganz so useful. Ich versuche immer noch die E auf irgendwie zu machen, das ist Wahnsinn. Rauslöschen kurz. Oh mein Gott, er muss richtig rauslöschen. Oh. Boah, das war eine Runde Kamel? Alter, die richtig heavy war. Huhu. Also, ich glaube, ich lasse die Finger von Kamel. Außer, ihr wollt so öfter sehen, dann eventuell aber nur. Eventuell. Ah. Oliver Kamel ist ein übelschwieriger Champ. Oh, an Yasuo kommt sie nicht ran. Yasuo ist... Who is the fuck is Yasuo? Ein kleiner Typ, stellt einen Handregal. Es ist völlig egal erstmal. Ich würde sagen, man sieht sich bei der nächsten Runde. League of Legends. Ich denke mal nicht mit Kamel. Denke ich mal nicht. Ich würde sagen, bis dahin, wieder schauen und reingehauen.